Übers Jahr hinweg druckt man ja wirklich schon eine ganze Menge aus. Schöne Dinge, praktische Dinge, Dinge für den Wellness, Dinge für Frau, für Kinder und so weiter und so fort. Wenn ich nun also meine ganzen Testdrucke und Testwürfel, die mir so gut gefallen, oder anderen Testobjekte auch noch ins Wohnzimmer stellen würde, ich glaube, meine Frau wird mir den Hals rumdrehen. Also, es muss irgendeine Lösung her. Ich habe mich entschieden, ich hätte gern ein Regal hier für mein Homeoffice, wo ich Objekte, die mir wirklich gut gefallen, die ich nicht wegwerfen möchte und die ich immer mal wieder gerne anschaue und in die Hand nehme, irgendwo hier an die Wand hänge. Ich brauche etwas, was stabil ist. Ich möchte so wenig wie möglich Bohrlöcher haben. Ich möchte meinen Rauputz hier nicht wie ein Schweizer Käse hinterher aussehen lassen. Es soll jederzeit mitwachsen können. Ich möchte immer wieder die Möglichkeit haben, es zu erweitern, und gerade bei gekauften Objekten ist es ja so, dass man dann irgendwann keine Teile mehr nachkriegt. Also es muss einfach was gedruckt werden. Deswegen schauen wir mal auf Dingiverse, schmeißen einen Drucker an und gucken, was dabei rauskommt. Viel Spaß beim Zusehen! Ich habe mein Regal gefunden. Vielen Dank an den Designer Happy Tedeatron. Ich finde das Regal richtig cool. Es ist super modular aufbaubar, immer wieder erweiterbar. Es gibt extra Wall Mounts dafür. Viele Regale hatten das leider nicht. Insofern kann man das hervorragend festschrauben. Ich denke, ich werde eine Basis des Regals erstmal drucken. Teile davon zusammenkleben, dann die Wallmounts fixieren und diese ein bisschen breiter voneinander im Abstand halten, sodass ich das Regal mit der Zeit durch nicht weitere Bohrlöcher jederzeit erweitern kann und es trotzdem stabil bleibt. Lasst uns mal drucken.
Heute war es ein bisschen nerdy, ich gebe es zu. Aber irgendwie ist es doch cool, oder? Falls du jetzt wissen willst, was in das kleine freie Regal reinkommt, tja, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, denn ich garantiere dir, es kommt was rein und ich werde es mit Sicherheit verfilmen. Also lass mir gerne ein Abo unten da. Den Link zu dem Dingiverse-Regal werde ich natürlich ebenfalls unten reinstellen, falls ihr Lust habt, es nachzudrucken. Druckzeit ist etwas länger, insofern habt ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich. Gedruckt habe ich mit Arctic White von Extruder. Meiner Meinung nach ein wunderschönes weißes Filament, gefällt mir sehr gut, hat einen schönen Glanz und lässt sich super einfach drucken, wie man es eben von PLA grundsätzlich kennt. Und Extruder Biofusion ist ja letztendlich eine Art PLA, ein bisschen aufgepeppt und deshalb auch ja, einfach toll anzusehen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und freue mich, wenn du mal wieder reinschaust. Bis bald und viel Spaß beim Drucken. Ciao!